Heute geht es bei Auserlesen um Sex. Deutschland ist weltweit die Nummer 2, was die Produktion von Sexfilmen und pornografischen Internetseiten angeht. Und die werden nicht nur produziert, sondern auch angeschaut. Wie man aus dieser Sackgasse, aus dieser Pornofalle wieder herauskommen kann, dazu kann Christoph Paar Rat geben. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Hallo. Hallo. Du bist ja eigentlich oder hast Kameraassistent gelernt. Würdest du gerne mal jetzt hier so hinspringen und auch ein bisschen mitschieben? Reizt es dich, wenn du das so siehst? Schon okay. Die machen das, glaube ich, schon ganz gut. Okay, und bist auch gerne mal in der Position. Aber genau, das ist auch interessant, mal die andere Seite zu sehen. Und jetzt bist du in der Jugendarbeit engagiert. Wenn du dir die Jugendlichen so anguckst, also deine Herde, es gibt ja so Probleme, über die viel geschrieben wird, viel geredet wird in den Medien, Koma, Saufen, Gewalt und so. Würdest du sagen, dass die Jugendlichen heutzutage irgendwie verroht sind oder schlimmer geworden als früher? Natürlich muss man erstmal immer als Sozialarbeiter oder Sozialfuzzi immer sagen, dass es viel schlimmer ist, man heute viel mehr Geld braucht dafür. Das ist erstmal natürlich die Grundsatzaussage. Ich weiß nicht, ob sie schlimmer geworden sind. Ich glaube einfach, dass sich Situationen verändert haben oder die ganzen Medien, die ganze Scheidungsproblematik in den Familien. Ich glaube, dass das für die Jugendlichen anders prägt und deswegen vielleicht auch mehr in dann solche Sachen reindrängt sozusagen. Wie natürlich Gewalt ist ja immer ein Zeichen von, irgendwas ist nicht in Ordnung bei einem selbst. Man muss irgendwas kompensieren. Damit auch durch das Alkoholkonsum oder auch Pornografie. Ich glaube, es sind einfach Auswüchse von anderen Problemen in der Gesellschaft, die das, glaube ich, schon nochmal sehr verstärken. Also, dass es gar nicht von den Jugendlichen selber unbedingt immer herkommt, sondern auch durch die gesellschaftliche Umgebung, in der sie aufwachsen, sozusagen. Glaube ich auch schon. Pornografie ist ja eigentlich ein Tabuthema. Also ich würde jetzt nicht mal eben zu meinen Kumpels hingehen und sagen, hey, reden wir mal über Pornografie oder so. Und trotzdem ist es sehr verbreitet. Also erlebt fast, ich weiß nicht, ob ich das Wort da verwenden darf, eine Art Boom. Woran liegt es, würdest du sagen, dass Pornografie, Sexfilme, dass so etwas heutzutage so große Verbreitung findet oder so viele Menschen das konsumieren? Also ich glaube, spannend war das schon immer, ich glaube. Ne? Also schon im alten Rom gab es irgendwelche Tafeln mit Brüsten drauf und sowas. Ich glaube, die sind grundsätzlich, besonders Männer oder auch Menschen, dass Sexualität spannend ist. Ich glaube, das ist nichts Neues. Immer, das ist nichts Neues. Und ich glaube, was sich wirklich verändert hat, ist die Verfügbarkeit. Ne? Also gerade von Pornografie, das ist, glaube ich, eine der großen Veränderungen. Dass man einfach durch einen Klick ganz schnell drin ist. Und ich glaube, dass das so die große Veränderung zeigt. Und das natürlich in einer Zeit, wo Beziehungen schwierig sind, wo viele Familien auch zerbrechen, ist natürlich auch so ein Fluchtmittel ist oder auch was ist, wo man sich dann reinflüchtet, was einem auch einfacher erscheint erstmal vielleicht, ne, als wirklich in seine Beziehung, die vielleicht schwierig ist zu investieren oder wirklich einer echten Frau den Hof zu machen, dass es so praktisch so eine Flucht wird. Ich würde sagen, dass das sogar generell gilt, dass wir viel an Geduld verloren haben in unserer Gesellschaft. Also Geduld fürs Essen kochen, Geduld fürs gesund werden, wenn man erkältet ist, warum verschreiben Sie mir kein Antibiotikum, dann habe ich nichts gleich los und so. Wir sind sehr ungeduldig geworden. Und vielleicht auch im Bereich der Sexualität. Und da ist Pornografie so der schnelle Ausweg. Der McDonald's, der Sex. Du schreibst sehr persönlich in deinem Buch Voll Porno, warum echte Kerle Nein sagen. Erzählst du auch von eigenen Kämpfen, die du durchgemacht hast. Hattest du da keine Angst vor der Reaktion deiner Kollegen, deiner Vorgesetzten, deiner Tanten und Onkels und sowas, wenn die das mitgekriegt haben, was ich mal annehme? Hast du da überlegt, vielleicht schreibe ich es doch unter Pseudonym mit einem anderen Namen, du müsstest jetzt hier nicht sitzen? Also wieso hast du dich entschieden, es so zu machen? Ja, ich überlege auch mal, als Masken aufzutreten, um nicht erkannt zu werden. Nein, wir haben das schon mal überlegt. Wir könnten gerade so einen Balken über dein Gesicht machen. Kann die Regie mal kurz rein? Nein, ich bin schon sehr bewusst, habe es sehr bewusst unter meinem Namen dann geschrieben. Ja, wir haben das überlegt, auch gerade mit meiner Frau zusammen, ob das vielleicht sich für unsere Kinder, wenn wir mal welche haben werden oder so, vielleicht doch besser ist. Aber dann haben wir nochmal gesagt, das Buch lebt von Echtheit und ich empfehle jedem auch zu dem Thema Sexualität echt zu sein, Leute zu suchen, wo man da echt drüber, also auch persönlich drüber reden kann. Deswegen dachte ich, okay, ich will, dass es ein Gesicht hat, das Buch, dass da jemand angreifbar ist dazu. Und am Anfang gab es auch gar keine Bilder von mir im Internet und so. Die haben wir mittlerweile auch wirklich geöffnet, weil wir gemerkt haben, nein, es ist einfach wichtig, dass da eine Person dahinter steckt. Und die Reaktionen von den Leuten drumherum sind wirklich erstaunlich positiv. Also man denkt immer, was denken die Leute und so. Aber es ist, zumindest was bei mir ankommt,
sind die Leute wirklich sehr positiv und sagen, krass, gut, dass du es geschrieben hast. Und hat jetzt keiner von mir abgewandt oder gesagt, naja, wenn du so bist, dann kannst du keine Jugendarbeit mehr machen oder so, sondern das ist eigentlich sehr positiv aufgenommen, die Leute. Und das ist cool. Also das freut mich auch, ja. Du würdest mir bestimmt zustimmen, wenn ich sage, Sex an sich ist was Gutes, oder? Ja. Was ist dann an Sexfilmen so schlecht? Der Film. Das Wort Film. Ja, warum warnst du davor? Warum wendest du dich gegen Pornografie, gegen Sexfilme? Ich glaube, es hat mehrere Komponenten. Also ne, ich versuche schon auch vom ganzen Buch her eigentlich sehr positiv zu kommen, vom Ansatz, was das Gute an Sexualität ist, was auch Gott an Sex gut findet zum Beispiel. Aber ich warne natürlich, oder ich muss ein bisschen den Zeigefinger heben, weil es geht gar nicht anders, weil ich glaube, dass zum Beispiel das Menschenbild, was geprägt wird durch Pornografie, auch das ganze Beziehung, auch die Auswirkungen auf die Beziehungen schon zerstörerisch sein können. Ne? Also wenn man immer sehr gut aussehende Menschen zum Beispiel sieht, ne? Und das so sein, die man ja auch nackt sieht, die man auch die Geschlechtsteile sieht und man natürlich unbewusst sich vergleicht, was prägt das an für ein Schönheitsideal, für ein falsches, ne? Wo man sich vergleicht, wo Jungs sagen, ah, wie groß muss eigentlich ein Penis sein, so als Grundfrage, weil sie da irgendwie, ne, dass sie verunsichert. Und auch dieses Menschenbild, dass man Leute benutzt. Also ich beschreibe auch in meinem einen Kapitel über die Darstellerinnen, über die ganze Industrie dahinter, wie entwertet diese Frauen und Männer werden, wie viele davon alkoholabhängig sind, um es überhaupt auszuhalten, was sie da machen. Das ist schon mal krass. Und natürlich hat es Auswirkungen auf reale Beziehungen. Wenn man immer wieder Pornografie konsumiert, wird es schwerer sein, wirklich eine treue und sehr liebevolle Partnerschaft zu leben. Das ist ja oft so mit Dingen, die man viel wiederholt. Wenn ich Klavier übe, immer wieder das gleiche Stück, irgendwann kann ich es flüssig. Und wenn ich immer wieder Pornos anschaue, schreibst du, kann eine Folge sein, dass ich schwerer eine Partnerin fürs Leben finde. Warum? Ist das so? Na, es sind natürlich, genau, also es gibt ja gehirnbiologisch diese, was du gerade beschrieben hast, dass sich da verschiedene Synapsen immer wieder, wenn wir Sachen immer wieder machen, anders verbinden im Gehirn. Und so glaube ich auch, wenn natürlich das Grundmuster von Sexualität ist, dass es erstens nur auf mich gerichtet ist, dass es meistens recht schnell geht, dass es von mir eigentlich nichts gefordert wird. Wenn das ein Grundmuster sind, die sich seit von Jugend an in der Sexualität eingeschliffen haben, dann auf einmal man in einer realen Beziehung Geduld braucht und Zärtlichkeit ein großes Thema ist. Und dass es Zeit braucht und es erstmal entdecken muss, wie das bei einer Frau so funktioniert und dass es ganz anders ist, als Pornografie einem das aufzeigt. Wenn natürlich diese Prägung auf die andere Prägung trifft, dann kracht es da natürlich irgendwie, dann gibt es da Reibungen. Und ich glaube schon, dass es erlebe es auch von Leuten, die wirklich sagen, boah, das hat mich erstmal nicht fähiger gemacht, Beziehungen zu leben, sondern eigentlich meine reale Sexualität, meine reale Beziehung, muss ich erst Sachen ganz neu lernen, muss Selbstlosigkeit ganz neu lernen, weil ich einfach so geprägt war von Pornografie, dass ich es gar nicht geben konnte, dass ich meine Frau sehr reduziert oder meine Frau und Freunde sehr reduziert habe auf ihre Brüste und gar nicht so anders wahrnehmen konnte, was sonst noch alles toll ist. Und, das ist schon und dann schreibst du auch, wenn man schon eine Partnerin hat, entfernt einen die Pornografie von der eigenen Partnerin. Warum denkst du, ist das so? Na, es ist ja ein bisschen wie Fremdgehen so. Ne? Also Sexualität ist was, finde ich, sehr Intimes, was sehr Besonderes. Und wenn man das dann anders auslebt oder ohne die Partnerin auslebt, ist es natürlich ein Problem. Und zum anderen fühlen viele Frauen oder schreiben mir auch immer wieder Frauen, die sagen, hey, ich fühle mich total verletzt durch das, dass mein Partner Pornografie guckt. Ich fühle mich hässlich seitdem. Ich weiß, dass er Pornografie guckt. Was hat er wohl für ein Bild? Und Männer können das, behaupten das zumindest immer wieder, ja, ich kann das trennen. So, ne? Das eine ist Pornografie und das andere ist meine Beziehung. Das hat nichts mit dir zu tun. Das habe ich auch gedacht und auch mal gesagt. Aber das stimmt drin nicht, weil Sexualität ist so was Tiefes, was so mit uns zusammenhängt, dass man es nicht getrennt bekommt. Ich finde deine Sicht auf den Mut spannend in dem Buch, weil du hier schreibst, dass Liebe, also wirkliche Liebe im wirklichen Leben, mehr Mut erfordert. Du schreibst hier, ich habe mich verletzlich gemacht und bin ein hohes Risiko eingegangen. Ein Risiko, das mit Pornos nichts zu tun hat. Das heißt Liebe. Und ja, ich bin verletzt worden. Meine Frau hat mich kritisiert, mit anderen Männern geflirtet, sich über meinen Mundgeruch beschwert und mein Versagen beim Sex erlebt. Und ja, sie hätte Schluss machen können. Und sie kann es auch immer noch tun. Die Porno-Girls, die ich mir angeschaut habe, haben mich niemals kritisiert. Sie waren nur für mich da, hatten kein Problem mit Mundgeruch und Bauchansatz und ihnen war egal, wenn er mal nicht stand. Und die Porno-Girls werden niemals Schluss machen. Aber sie werden mich auch niemals glücklich machen, so wie meine Frau es immer wieder tut. Und dann ein Stückchen weiter hinten finde ich noch einen Satz toll. Die Brust und der Po einer Frau machen mich auf Dauer nicht glücklich, aber ihr Humor, ihre Liebe, ihre Freundschaft, ihr Charakter schon.
Das finde ich irgendwie stark. Das ist eine andere Sicht auf den Menschen auch. Mhm. Also, weil das eine so auf den Körper reduziert sozusagen und ständige Verfügbarkeit und einfach der Körper als Lustobjekt. Mhm. Und wenn du von Humor sprichst und von Charakter und von Vertrauen und sowas, das sind dann langlebigere Sachen und auch, finde ich, auch tiefere irgendwie, ne? Ja, und auch lang, also ne, natürlich gerade, wenn man an Beziehungen auch denkt, dass die auch mit 40, 50, 60 noch sind, dann wird einfach, ne, wie gesagt, also, wie schreibe ich, glaube ich, auch irgendwo, man, ne, die Frau wird dann fülliger, aber nicht an der Brust unbedingt, ne? Also das ist einfach andere ja. Dimensionen. So, und ich denke, gut, ja, was zählt dann? Wir werden auch älter. Nee, ich ja nicht. Du nicht, okay. Nur meine Frau. Nun ist ja Jesus, du bist Christ, ja. Auch in der christlichen Jugendarbeit aktiv. Mhm. Jesus ist ja sehr streng, was Pornografie angeht. Kommt zwar in der Bibel nicht vor, Pornografie, aber Jesus sagt ja, es gab vorher das Gesetz, du sollst nicht Ehe brechen. Und er verschärft das noch und sagt, wenn du schon eine andere Frau mit Begehren angeguckt hast, hast du schon mit ihr in Gedanken die Ehe gebrochen sozusagen. Warum, denkst du dir, ist Jesus da so extrem streng? Ja, Jesus sagt ja noch dazu, man soll sich dann das Auge ausreißen, lieber als die Frau angucken. Also sehr krasse Worte. Ich finde es, also erstmal werde ich ihn irgendwann fragen, wenn ich Jesus mal treffen sollte, wieso er das so findet. Ich kann mir nur erklären, dass ihm, ich glaube, Treue und auch Liebe und so eine heile Familie so wichtig ist, weil er weiß, wie gut es ist für den Menschen, dass er da so ein krasses Bild auch benutzt, um nochmal hervorzusagen, hey, was macht ihr alles kaputt? Was kannst du kaputt machen? Mhm. So, ich glaube, deswegen ist Jesus das so wichtig und deswegen hat, glaube ich, Gott auch diesen Ansatz, ich sage immer, Gott mag guten Sex, also Gott ist für Sex, so, mhm. Ja, er ist nicht gegen Sex. Und das finde ich eine ganz wichtige Grundbotschaft einfach auch. Nun ist ja mit dem Hingucken, also können wir als Männer ehrlich uns sagen, ist ja kaum zu verhindern. Also du, wie oft sexualisierte Werbung sozusagen irgendwie, egal ob ein Auto beworben wird oder was auch immer, es muss eine Frau dabei sein und als Mann muss man hingucken. Also manchmal ärgere ich mich drüber. Ich denke, wieso musste ich da jetzt hingucken? Ich will da gar nicht hingucken, aber es ist wie so ein Zwang. Mhm. Könnte man nicht so argumentieren und sagen, auch Pornografie ist, wird einfach, man wird von den Trieben schon da hingeschubst. Also es ist einfach die Triebe in mir drin und ich muss das gucken. Mhm. Also hast du das schon als Argument gehört, bestimmt, oder? Absolut. Also ich glaube auch, dass natürlich der biologische Trieb in uns drin, der auch, glaube ich, Gott gegeben ist, weil deswegen zeugen wir Kinder und deswegen, ne, gibt es uns alle hier, weil irgendwie unsere Eltern Triebe hatten auf jeden Fall auch. Und das denke ich auch okay. Und wie gesagt, der erste Blick ist, denke ich, immer nicht das Problem. Man sagt, dafür kann man nichts. Die Frage ist genau, wie oft guckt man noch hin und was macht man mit den Gedanken? Das ist immer so das Ding, wo ich denke, klar, das Sexualität ist in uns drin und deswegen finden wir Brüste spannend. Das ist auch okay und das darf auch so bleiben. Dagegen rede ich auch nicht. Aber die Frage ist auch sexualwissenschaftlich sehr spannend. Also die ist schon weitergegangen in den letzten Jahren und sagt, hey, hinter unserer Sexualität stecken auch Grundbedürfnisse. Das heißt, unsere Grundbedürfnisse nach Liebe, Gemeinschaft, Wärme, Anerkennung, Abenteuer, Frieden, die versuchen wir eigentlich in der Sexualität auszuleben. Und das finde ich nochmal ganz spannend, Ansatz zu sagen, okay, ich gucke nicht Pornos, weil mein biologischer Trieb mich dahin treibt, sondern weil ich eigentlich mich nach irgendwas anderem sehne. Aus meinem Leben war es so, ich glaube, eine der Ursehnsüchte in mir drin ist auch Abenteuer, irgendwie auszubrechen, wild sein oder sowas in die Richtung. Und gerade so im christlichen Kontext, wo man irgendwie ja, so brav daherkommen muss, wurde das, glaube ich, bei mir lange Zeit nicht so ausgelebt. Und ich habe mich dann in Pornografie geflüchtet. Das war so mein Abenteuerbereich. Ich wusste zwar, dass es nicht gut ist, aber irgendwie konnte ich auch nicht davon lassen. Und das ist die Frage dann auch, wenn ich auch mit anderen Leuten dann oder mit Jugendlichen, die davon wegkommen wollen, Pornografie arbeite, da zu gucken, wie kann das anders gefüllt werden? Also wie kann man durch eine gute Gemeinschaft oder durch einen krassen Sport oder durch Jugendfreizeiten da irgendwo mitzuarbeiten, also andere Abenteuer zu erleben und sich einfach das auszuleben und dadurch dann vielleicht selbst gar nicht mehr das Bedürfnis zu haben, diese Sehnsüchte in der Sexualität falsch auszuleben, weil sie eigentlich doch nicht so richtig erfüllt werden. Das ist das, was Jungs beschreiben. Eine Stärke in deinem Buch Voll Porno, warum echte Kerle Nein sagen, ist ja nicht nur, dass du von dir ehrlich und offen berichtest, sondern du zitierst auch andere, die dir gemailt haben, die du kennengelernt hast und sowas mit veränderten Namen. Also einer, ja, den nennst du hier Patrick, 21 Jahre alt, keine Ahnung, wie er wirklich heißt. Das frage ich dich jetzt nicht. Aber der hat zum Beispiel gesagt, ich fühle mich nach dem Konsum von Pornos leer, weil ich das, was ich eigentlich gesucht habe, nicht gefunden habe. Das spricht für deinen Ansatz. Genau. Also da ist eine Sehnsucht, wenn ich Geborgenheit suche, die kriege ich nicht von so einem kalten Bildschirm. Also für einen Moment glaube ich es vielleicht und hinterher merke ich, das war nicht das, was ich gesucht habe. Ja. Also finde ich sehr schlau, da so ranzugehen und sich zu fragen, was suche ich eigentlich? Nun hast du auch geschrieben in deinem Buch, da bin ich wirklich ein bisschen erschreckt beim Lesen, du wünschst es jedem Mann, der Pornos anschaut, dass er erwischt wird.
ist ja eine ziemlich krasse, ein krasser Wunsch. Ich meine, ist das schlimm, da ertappt zu werden sozusagen? Warum wünschst du das? Also ich wünsche es jetzt nicht so zutiefst jedem, weil ich natürlich selbst weiß oder selbst auch erlebt habe, was für ein beschissenes Gefühl das erstmal ist. Das ist natürlich nicht schön, aber ich glaube, ab und zu braucht man das. Auch für das Gehirn biologisch sogar bewiesen, da wo wir starke Emotionen empfinden, da ist Platz für Veränderungen. Und ich glaube, das ist da auch so. Ich glaube, wenn man mal wachgerüttelt wird, wenn man diesen Schock, diese Scham auch mal erlebt hat, ich glaube, dass das einen was verändern kann bei einem selbst. Und auch wenn man merkt, also war es bei mir zumindest zu sehen, wie verletzt meine Frau ist dadurch, das rüttelt nochmal was wach bei einem. Das macht einem nochmal was bewusst. Und ich glaube, für mich war das ein wichtiger Schritt. Und ich kenne auch andere Geschichten von Leuten, die gesagt haben, hey, als ich erstmal erwischt worden bin, da habe ich es richtig gecheckt, was ich eigentlich mache und was wie doof das eigentlich ist oder wie zerstörerisch das auch meine Frau empfindet oder meine Freundin. Und vielleicht ist ein Aspekt ja dann auch, dann kann man drüber reden, weil mindestens einer dann davon weiß, dann fängt das Gespräch an sozusagen. Und dann ist es nicht mehr dieses heimliche Abenteuer, was man sich leistet, sondern es ist was, wo man sich austauscht und offener sein kann. Ne? Was würdest du denn Eltern raten, die jetzt die Sorge haben, meine Kinder gucken vielleicht Pornos im Internet, die können ja ihre Kinder nicht rund um die Uhr überwachen oder immer hinterm Bildschirm stehen und gucken, was surft mein Kind jetzt, oder? Das die Kinder super bestimmt. Ja, ich glaube nicht. Also zum Ersten empfehle ich Eltern immer nochmal, sich überhaupt zu informieren. Also ich erlebe viele Eltern, die einfach keinen Plan haben, die auch nicht wissen, wie jung das anfängt, dass 11, 12 Jahre das schon passiert, dass die schon in der Grundschule teilweise Bilder auf ihren Handys haben. Ich finde, da muss man sich erstmal informieren, bewusst sein, was das eigentlich für ein Thema ist. Das finde ich ganz wichtig für Eltern. Und dann denke ich nochmal bevor, also Internetfilter kann ich auch gleich noch was zu sagen, aber ich denke, das Erste ist erstmal dieses Gespräch auch mit den Kindern zu suchen und zu sagen, hey, ne, wie ist das bei euch in der Schule? Kann man ja auch erstmal so drüber reden. Ich glaube, die meisten Teens werden nicht sagen, ja, ich habe ja auch Pornos, willst du mal gucken? Wahrscheinlich nicht so, aber zumindest sagen... Habe ich schon erlebt. Ja, gut, aber nicht den Eltern. Ich bin nicht die Eltern. Nicht den Eltern, klar, so in der Jugendarbeit erleben wir das auch mal, guck mal hier, was ich da habe und so, wenn ich das sage, finde ich gar nicht so gut und rein rechtlich darfst du es außerdem gar nicht, ist auch immer so ein Problem. Aber auf jeden Fall den Eltern diese Gegenposition, das heißt auch diese Position zu erklären, warum glaube ich, dass Pornos dir nicht gut tun. Das finde ich ganz wichtig, dass Eltern da signalisieren, hey, und wenn du darüber reden willst, ich bin da dafür und auch zu erklären, warum das zum Beispiel zu Hause auf unserem PC das nicht sein soll. Das finde ich schon wichtig. Und dann gibt es auch ein paar Internetfilter, die einfach Seiten klar blocken, also wo man ins Internet kann, aber dann die gewisse Seiten einfach klar blockieren und es auch speichern, also auch ohne, dass man es irgendwie löschen kann wo auf welchen Seiten das Kind in den letzten 30 Tagen war. Und das finde ich schon auch noch mal zusätzlich zu einem Gespräch noch einen guten Ansatz zu sagen, okay, ich schütze mein Kind. Kannst du da 2, 3 Filter empfehlen? Also K9 Web Protection heißt einer, der ist nur englischsprachig, K9 Web Protection, kann man mal irgendwo in der Suchmaschine eingeben, da findet man das, der ist kostenlos und der ist wirklich auch ganz gut. Safe Eyes ist ein sehr gutes Programm, mit dem ich seit vielen Jahren auch arbeite, das kostet ein paar Dollar im Jahr. Kindersicherung 2011 oder irgendwie nach Jahreszahl ist ein Programm, was auch viele empfehlen. So 3 Programme. Also die haben immer auch einen Passwortschutz halt, ne, den man, klar, irgendwie kann man den immer umgehen, aber der wirklich erstmal relativ sicher ist und wo auch die Computercracks nicht gleich sagen, ja, kein Problem. Das wäre ein Weg, seine Kinder zu schützen. Und was würdest du einer Frau raten, wenn jetzt Frauen zugucken, die sagen, Mensch, ich glaube, mein Mann ist auch vielleicht pornosüchtig oder sowas. Was wäre denn ein guter Umgang jetzt für eine Frau, da zu handeln? Oder? Also ein interessantes Phänomen erkenne ich, dass wenn ich unterwegs bin oder so, Frauen mein Buch kaufen, das ihren Männern so unauffällig hinlegen. Ja, das ist, unauffällig, also das Buch ist überhaupt nicht unauffällig. Beim Lesen im Zug oder in der S-Bahn habe ich schon manchmal gedacht, halte ich jetzt das Cover zu oder so, was denken jetzt die Leute von mir? Das geht mir auch bis heute so bei meinem eigenen Buch. Also ich glaube, das kann vielleicht auch ein Einstieg sein, so das Buch, das habe ich auch schon erlebt, das wäre gar nicht der schlechteste Weg. Aber ich denke schon, man muss darüber ins Gespräch kommen. Ich denke, es ist ganz wichtig da in einer Beziehung oder gerade jetzt nicht vielleicht, wenn man ein paar Wochen zusammen ist, aber wenn man länger zusammen ist oder wenn man auch in einer Ehe, dass über das Thema Sexualität muss gesprochen werden. Ja? Und das macht auch nicht immer Spaß, aber es ist ein Teil, der einfach nicht nur dem einen gehört, der gehört automatisch den beiden zusammen. Wenn ich mir Pornos angucke, hat das automatisch was mit meiner Freundin, meiner Frau und meiner zukünftigen
Freundinnen oder Frauen, was auch immer, zu tun. Ne? Also das kann man nicht trennen davon. Deswegen denke ich, ist es wichtig, da das Gespräch zu suchen, in einer guten Atmosphäre, ohne Vorwürfe, ohne irgendwie die Pistole am Kopf. Machst du das auch? Sondern ich glaube, Männer brauchen auch wirklich eine Freiheit. Natürlich muss man erstmal allgemein über das Thema reden. Und ich glaube, die brauchen einen Weg, bis sie, die können nicht gleich immer in einem Gespräch, in einer halben Stunde vielleicht so alles darüber reden, sondern die brauchen, glaube ich, einen Weg, muss häufig immer nachdenken, wie sie es ansprechen können. Und ich glaube, Männer brauchen da viel mehr Zeit als vielleicht manche Frau, aber ich denke, die muss, trotzdem finde ich es wichtig, auch, dass Frauen das ansprechen, dass sie selbst auch Hilfe suchen. Es gibt auch im Internet Foren und so von Frauen oder auch mit einem Buch auch von der Ehefrau eines Betroffenen, weil ich schon noch denke, der Schmerz oder auch das, was innerlich bei Frauen abgeht, die Verletztheit, die braucht eigentlich eine seelsorgerliche oder irgendeine Begleitung auch. Und ich glaube, das darf man auch ernst nehmen und man darf auch verletzt sein als Frau und es darf einen auch verletzen und man darf auch selbst das auch äußern, finde ich. Ne? So, also man muss jetzt nicht sagen, ja, mein Mann muss es halt oder so. Das ist, glaube ich, die falsche Haltung. Und, und das kann auf jeden Fall auch zu einem Konflikt in der Beziehung führen. Das war bei uns auch nicht leicht in der Zeit danach, als wir darüber gesprochen hatten danach. Aber es vertieft eine Vertrauensbasis im Endeffekt, glaube ich. Und das ist, glaube ich, wieder sehr wichtig für eine Ehe. Dankeschön. Ich mag es, über Bücher zu sprechen, über so spannende Themen wie dieses, aber auch gerne, ich will auch gerne immer den Autor dann noch ein bisschen privat kennenlernen. Wir haben drei Bilder von dir, die will ich mir gerne mal mit dir angucken. Auf diesem Bild, wo seid ihr da? Das ist in Schweden auf einer Kanutour mit meinem Papa. Hätte ich jetzt nicht erraten, die Bäume sehen gar nicht schwedisch aus, aber ich weiß nicht, wie schwedische Bäume aussehen. Das Wasser ist, glaube ich, sehr schnell. Oh, okay. Du bist ja in einem Kanuverein auch, oder? Genau, das ist mein Hobby, habe ich angefangen, um ein paar Bedürfnisse nach Action und Gemeinschaften so positiv auch zu füllen. Ja. Unter anderem, genau, bin ich jetzt 2 Jahre im Kanuverein. Und dann hast du ihm immer gesagt, nein, Papa, so nicht, du musst das anders paddeln. Nee, das hat er schon ganz gut. Ich habe ihn auch lenken lassen. Also ich habe vorne die Karte gehabt und gesagt, wo es lang geht. Und er durfte lenken. Hinten hat es auch sehr gut gemacht. Und es war sehr schön, auch sich, finde ich auch spannend, auf dem Weg zum echten Kerl, das ist ja auch der Untertitel zum Thema, sich mit seinem Vater, auch in seiner Vaterbeziehung zu beschäftigen. Dafür war der Urlaub letztes Jahr sehr gut gewesen. Das sieht jetzt hier sehr ruhig aus, das Wasser. Ja, aber bist du auch schon in lebendigerem Wasser gefahren und gekentert mit dem Kanu? Ja, ich fahre Rennkanu, also da fährt man auch nicht jetzt so stromschnell und sowas macht man das damit eher nicht. Das sieht anders aus als dieses hier. Ja, genau, das ist so ein langes und da fährt man hauptsächlich Geschwindigkeit und das ist eigentlich normalerweise ein paar kleine Wellen oder so, da sind eigentlich keine großen Strömungen, wo wir fahren, aber trotzdem fällt man öfters mal rein, weil diese Rennkanus sehr wackelig sind. Und schon mal. Aber dieses Jahr noch nicht bisher, also geht noch. Okay, dann haben wir noch ein Bild. Das ist, glaube ich, deine Frau, oder? Genau. Ich sehe da der König der Löwen, also in Hamburg, nehme ich mal an. Genau, das ist ein alkoholfreies Bier natürlich, würde ich sagen. Nein. Aber, wart ihr auch in einem Musical drin? Ja, wir waren auch in einem Musical drin. Habt euch nicht nur einfach davor fotografieren? Nee, das ist das Boot dahin. Und, war auch sehr, sehr schön. Lena, meine Partnerin, die will mich immer überreden, nach Hamburg zu fahren und in so ein Musical zu gehen. Ja, spar schon mal ein bisschen. Okay. Aber es ist schön, also es wirklich lohnt sich schon, aber... Okay. Der Preis-Leistung, weiß ich nicht. Ja, und deine Frau sieht glücklich aus. Also ja, ist auch noch vor Musical. Die Vorfreude sieht man ihr ins Gesicht geschrieben. Und dann haben wir noch ein Bild von deiner Arbeit. Also da sieht man dich, dein Buch hast du in der Hand und die Jungs da, die gucken schon ein bisschen entsetzt. Oder nicht entsetzt, aber erstaunt. Ja, die sind natürlich schon immer gespannt, zumindest bei dem Thema. Also, ne, wenn man heute mal Pornografie anstatt Mathe auf dem Stundenplan steht, das ist natürlich erstmal spannend. Ja. Und ist das jetzt in der Schule? Nee, ne? Das ist eine Schule, nicht. Ist eine Schule. Also mehrere Klassen zusammen. Irgendwann trenne ich auch immer nach Jungs und Mädels. Es sind noch Jungs und Mädels zusammen, aber an sich trenne ich dann immer irgendwann nochmal Jungs und Mädels. Weil du dann offener reden kannst. Genau, weil man offener reden kann. Und einige Mädels schon noch ein bisschen schockiert sind teilweise. Oh je. Und sagst du denen auch, also du hast ja da jetzt ein Buch, sagst du denen, ich habe selber Probleme damit gehabt und ich kann euch verstehen, aber ich rate euch das und das und so. Wow. Und reden dann auch die Jugendlichen offen zu dir, also sagen dann, ich meine, das sind ja die Klassenkameraden, da kann ja nicht einer sagen, ich habe da mal eine Frage, das ist ja ein bisschen peinlich, oder? Also wir haben immer die Chance, anonym auch Fragen zu stellen, ich finde, das ist schon wichtig, und da kommen schon auch sehr persönliche Fragen. Wie machen die das anonym? Mit Zetteln, also einfach die können Zettel. Und dann stellst du dich vorne hin und liest die Frage vor und sagst, das ist meine Antwort. Genau. Okay. Also schon mit Zetteln, wo die dann die Chance haben. Und da kommen schon sehr ehrliche Fragen, finde ich. Und so ungefähr ist natürlich, muss man ja auch nochmal gucken, ne? Gerade vielleicht im christlichen Jugendarbeit-Kontext ist es eher peinlich, aber muss man sagen, ich weiß, das ist eine ganz normale Hauptschule, wo ich da war, da ist es normal. So, ne? Die machen auch coole Sprüche, also die haben diese Tabugrenze gar nicht so, deswegen ist der Einstieg darüber recht low. Das ist natürlich, machen die nur Sprüche und so. Und ich versuche ihnen halt so ein bisschen dahinter zu gucken und sagen, hey, versuche ihnen ihre Lebensvision aufzuzeigen und dann zu sagen, hilft euch das eigentlich, ne? Wenn ihr mal eine Partnerin und Familie haben wollt, bringt euch das wirklich voran. So die Fragen stelle ich ihnen da.
lernen. Und das ist ganz spannend, mit denen sich auf den Weg zu machen. Und, du hast auch heute, glaube ich, noch einen Termin in der Schule, auf jeden Fall. Genau. Finde ich toll, dass du dir trotzdem Zeit genommen hast, hier zu sein. Und ich bin begeistert von deinem Buch, von der Offenheit und von der praktischen, was kann man tun, wie kann man sich helfen oder wie auch immer, von diesem Ansatz her. Also empfehle ich zum Lesen auch nicht nur den Männern, auch den Frauen, den Jugendarbeitern, wie auch immer. Voll Porno, warum echte Kerle Nein sagen. Und das gibt es jetzt auch als Hörbuch für die Leute, die nicht so gerne lesen. Dankeschön, dass du da warst und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.